ich bin's, Stefan vom Autozentrum Staudt. Eigentlich wollten wir dieses Jahr im November mit euch unser 5-jähriges Jubiläum feiern. Leider kam Corona dazwischen und wir konnten unsere Pläne so nicht umsetzen. Hier will ich euch mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich das Autozentrum Staudt gegründet habe. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Kfz-Branche tätig. In den letzten Jahren als Betriebs- bzw. Werkstattleiter in VW, Audi, Autohäusern. Leider konnte ich dort meine Mitarbeiter nie so führen, wie ich es wollte, beziehungsweise die Kunden euch so bedienen, wie ihr es eigentlich verdient. Deshalb war bei mir schon seit langem der Wunsch da, mich selbstständig zu machen und mich so zu verwirklichen, wie ich es gedacht habe. Im Jahr 2014 so kam ich an die Möglichkeit, hier an dieser Stelle eine Halle zu planen, wo ich dann meine Träume verwirklichen konnte. Das haben wir dann im April 2015 auch umgesetzt. Die Bauarbeiten haben angefangen, gingen dann über den ganzen Sommer. Leider gab es da etwas Verzögerungen, sodass wir erst im Oktober so weit waren, dass wir mit der Inneneinrichtung beginnen konnten und im November gestartet sind. War eine sehr lebhafte Zeit, war ja, wir waren relativ schnell waren wir mit zwei Mann überlastet, sodass wir Verstärkung brauchten. Ende 2015 waren wir schon mit 4 Personen. Bis 2016 kam dann noch eine Bürofachkraft dabei und noch ein weiterer Geselle. Mittlerweile sind wir ein Team von 12 Mitarbeitern und wir wachsen ständig. Seit diesem Jahr haben wir auch noch den Verkauf dazu genommen. Dafür auch noch extra einen kleinen Verkaufsraum jetzt im Bau. Die Pläne für eine größere Verkaufshalle liegen auch schon parat. Lasst euch überraschen, was die nächsten Jahre noch so bringen werden. Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre mit euch. Ich hab hier einen Lieferung-Mechaniker. Einfach hier raus!